Hallo, von Leuten gab es viele Anfragen bei mir, einen Excel-Kurs aufzubauen, der einen von null Ahnung bis hin zu sehr gute Kenntnisse nimmt. Und diese Serie ist am Endeffekt dieser Kurs. Wir fangen mit den Grundlagen an und reisen dann durch alle Excel-Ecken und werden sogar mit VBA, das ist die Programmiersprache für Excel, werden uns sogar mit VBA beschäftigen. So. Dann wollen wir mal anfangen. Excel nennt man ein Tabellenkalkulationsprogramm und mit Excel kann man viele Sachen machen. Unter anderem natürlich kann man Daten in Tabellen darstellen und man kann auch Berechnungen austragen, aber man kann auch Diagramme erstellen. Man kann aus Excel oder mit Excel Datenbanken bauen. Wir können mit Excel sehr komplexe mathematische Modelle erstellen und mit VBA, diese Programmiersprache, die in Excel eingebaut ist, kann man sogar aus Excel Programme erstellen, die dann andere Nutzer verwenden. Deswegen ist es, das wird eine sehr lange und intensive Reise. Und Grundlage jeder Excel-Arbeit ist die Arbeitsmappe. Das heißt, wenn man Excel startet, hat man eine Mappe. Und ich mache mal hier das Bild ein bisschen kleiner, da kann man es sehen. Da sieht man hier, ich habe jetzt Excel gestartet. Wir sind jetzt in Mappe 1, das ist der Standardname für die Mappe. Und diese Mappe beinhaltet eine oder mehrere Tabellen. In dem Fall haben wir jetzt nur drei Tabellen. Und diese Tabellen nennt man entweder Tabellen oder auch Blätter. Okay? Jedes dieser Tabellen bzw. Blätter ist von der anderen unabhängig und kann per Klick angesteuert werden. Also jetzt sind wir hier in Tabelle 1. Sieht man hier, der ist jetzt so, der Register ist so, also die Schrift ist schwarz und der Register ist weiß. Und das sind die zwei weiteren Tabellen. Wenn ich jetzt zu der zweiten Tabelle will, ist es dann, klicke ich hier. Und wenn ich zu der dritten Tabelle will, klicke ich hier. Ja, man kann also ganz einfach die Tabellen ansteuern. Die maximale Anzahl von Tabellen, die eine Excel-Mappe beinhalten kann, hängt davon ab, wie viel Arbeitsspeicher man hat an seinem Rechner. Das heißt, je mehr Arbeitsspeicher ich habe, desto mehr Tabellen kann ich in meine Arbeitsmappe hinzufügen. Allerdings, ich habe schon Excel-Anwendungen gemacht mit mehr als 150 Tabellen. Ja? Und das hat auch alles problemlos funktioniert. Also kann man sich so merken, dass man kann eine sehr hohe Anzahl von Tabellen in so eine Mappe hinzufügen, ohne Probleme. Ja? Auch wenn man relativ wenig Arbeitsspeicher hat. Also man braucht nicht enormen Speicher, um eine große Anzahl von Tabellen in Excel zu haben. Und wenn man kann die Namen der Tabellen kann man auch ändern. Man muss nicht mit den Namen Tabelle 1, Tabelle 2 leben. Also eine Möglichkeit, wie man die Tabelle umbenennen kann, ist, dass man den Namen doppelt anklickt. Ja, und da sieht man hier, das ist jetzt markiert und ich kann dann jetzt hier ein anderer Name eingeben. Oder anders, also einmal war Doppelklick, haben wir gesagt, wenn ich da doppelklicke. Und das zweite ist, wenn ich dann, ich kann auch einen Tabellennamen ändern, indem ich mit der rechten Taste anklicke und dann auf Umbenennen gehe. Und so wird das dann für mich markiert und kann dann den Namen ändern. Okay? So. Die Reihenfolge-Tabellen kann man auch ändern. Also jetzt habe ich die hier und das ist hier. Wenn ich die jetzt anklicke, kann ich die verschieben. Ich halte die Maustaste jetzt gedrückt und ziehe sie rüber. Dann stehe die jetzt vorne und die hinten. Oder wenn ich die nach vorne haben will, dann ziehe ich die ganz nach vorne. Man sieht hier mit dem kleinen Pfeil, den man hier sieht, den man hier unten sieht, kann man sehen, wo diese Tabelle landen würde, wenn ich jetzt die Maustaste loslasse. Ich habe die ganze Zeit jetzt die Maustaste
gedrückt gehalten, die linke Maustaste. So, jetzt lasse ich los, jetzt lade die Tabelle hier. Probieren wir es noch einmal. Also ich klicke da, halt das gedrückt, halt die linke Maustaste gedrückt und schon entsteht dieser schwarze, kleine schwarze Pfeil, der nach unten deutet. Und jetzt kann ich mit der Tabelle dieses verschiebe, bis ich den Pfeil sehe, wo ich die Tabelle haben will. So, und dann kann ich loslassen. Okay? So, jetzt haben wir hier nur drei Tabellen. Wenn ich mehrere Tabellen haben will, dafür ist dieses Symbol da. Das heißt, Tabellenblatt einfügen. Und wenn ich dann draufklicke, entstehen neue Tabellen. Tun wir mal ein paar hinzufügen. Okay. Also man kann ohne Probleme Tabellen hinzufügen. So, und da hat man dann die Tabellen. Man sieht jetzt kommen wir zu dem Grund für diese Pfeile. Mit dieser Pfeile kann man durch die Tabellen navigieren. Ich habe jetzt so viele Tabellen hinzugefügt hier, dass man die nicht alle auf Anhieb sieht. Und wenn ich hier mit den Pfeile gehe, der nimmt mich dann weiter vorne, eine Tabelle weiter vorne. Der nimmt mich eine Tabelle weiter hinten. Ja? Und der nimmt mich ganz zum Anfang und der nimmt mich ganz zum Ende. Okay, also dafür sind diese vier Pfeile da. Und wenn man das genau betrachtet, dieser untere Bereich ist eigentlich geteilt in zwei Teile. Der eine Teil zeigt mir die Tabellen und der zweite Teil hat die Bildlaufleiste für die Tabelle, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und hier hat man so einen Schieber, da kann man das Verhältnis zwischen das und diesen Teil und diesen Teil ändern. Also zum Beispiel, wenn ich hier den Schieber so schiebe, haben die Tabellen jetzt weniger Platz, dafür hat die Bildlaufleiste sehr viel Platz. Und andersrum, wenn ich den Schieber so hinziehe, haben die Tabellen viel Platz und diese Bildlaufleiste hat sehr wenig Platz. Die Bildlaufleiste ist interessant. Also die Bildlaufleiste, meiner Erfahrung nach, hat man nicht oft benutzt. Also höchstens, man hat eine sehr breite Tabelle. Aber wenn man viele Tabellen hat, ist es schon hilfreich, dass dieser Bereich schon ein bisschen größer ist, weil dann sieht man mehrere Tabellen auf einen Schlag. Also wenn man jetzt zum Beispiel das sehr klein macht, dann sieht man ganz wenig Tabellen. Hier sehe ich nur zwei Tabellen von meinen X-Tabellen. Okay? Und das ist, wenn man gerade viele Tabellen hat, man muss zwischen den Tabellen navigieren, ist es ein bisschen schwierig. Deswegen ist es so, dass man das verkleinert, schon besser. Dann kann man mehrere Tabellen auf Anhieb sehen und der Rest kann man dann mit diesen Pfeilen dann sehen. Okay? So, so ist diese Tabellennavigation. Will man jetzt Tabellen löschen, gibt es auch mehrere Methoden. Eine Methode ist, ich klicke die Tabelle an, dann mit der rechten Taste habe ich Löschen und dann kann ich löschen. Oder ich klicke die Tabelle an, zum Beispiel die hier, und dann hier hat man ein Menü und dann gehe ich über Löschen. Man kann mehrere Sachen löschen. Uns interessieren jetzt die Tabellen, das ist Blatt. Tabelle oder Blatt, haben wir gesagt, heißt das Element. Und deswegen gehen wir auf Blatt löschen und schon ist sie auch weg. So, jetzt schauen wir uns mal die Tabellen genau an. Gehe ich mal zu meiner ersten Tabelle hier. Und man sieht, jede Tabelle ist gegliedert in Spalten und Zeilen. Die Spalten haben Buchstaben als Namen, also das ist die Spalte A, Spalte B, Spalte C etc. Und die Zeilen haben Zahlen als Namen, 1, 2, 3 etc. Und die maximale Spaltenanzahl in jeder Tabelle ist bei ca. 16.000 Spalten kann jede Tabelle beinhalten und ich schreibe die genaue Zahl dann unten in der Videobeschreibung und die maximale Zeilenanzahl in einer Tabelle ist ca. 1 Million. Also man kann sehr breite Spalten, sehr viele Spalten und sehr viele Zeilen in so eine Tabelle reinpacken. Ja, ca. 16.000 Spalten und ca. 1 Million Zeilen. Jetzt, jeder Kasten hier zwischen Zeile und Spalte nennt man eine Zelle. Und jede Zelle hat einen Namen oder sogenannter Zellbezug. Und dieser Zellbezug ist eine Kombination aus Spalte und Zeile. Also zum Beispiel die hier ist die C4 und da sieht man den Namen hier, C4. Wenn ich hier gehe, ist das die E7. Wenn ich hier gehe, ist es die D13. Also der Zellbezug oder der Zellname ist ein Name, der diese Zelle einmalig macht. In dieser Tabelle gibt es nur eine D13 und die ist hier. In dieser Tabelle ist das die D13. Okay? In dieser Tabelle ist das die D13. Also man kann in jeder Tabelle hat man dasselbe Szenario, aber in jeder Tabelle
ist die Zelle D13 einmalig. Und das zwar, das ist die Zelle in der Spalte D entlang der Zeile 13. Okay? Und diese Zellbezüge oder Zelladressen spielen eine kritisch wichtige Rolle in unserer Excel-Arbeit. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, Dateneingabe. Wenn ich jetzt Daten eingebe in Excel, das ist ganz normal, wie in jedem anderen Programm. Also wenn ich jetzt hier schreibe Name, mit Return gehe ich eine Zelle runter. Mit dem Tabulator, mit der Tabulator-Taste geht es eine Zelle nach rechts. Ja? Und dann mit Return runter oder wenn ich mit dem Pfeil, man hat dann diese vier Pfeile, machst du zum Beispiel hier Schmidt, machen wir mal Baumann. Mit den Pfeilen geht es, also Pfeil hoch, Pfeil runter, rechts, links. Also man kann, wie in anderen Programmen, kann man mit den vier Pfeilen, die man auf der Tastatur hat, kann man hoch, runter, links und rechts gehen oder mit der Return-Taste geht man runter und mit dem Tabulator geht man nach rechts. Jetzt, um Inhalte zu bearbeiten, das ist ein bisschen anders in Excel. Zum Beispiel nehmen wir an, ich will jetzt das Wort komplett ersetzen. Dann klicke ich in der Zelle und schreibe einfach was Neues rein. Und somit ist das Wort ersetzt. Okay? Oder Vorname. Einfach reinklicken. Wenn ich jetzt etwas ändern will, zum Beispiel Baumann, eigentlich heißt er nicht Baumann, sondern Bau, und ich will das nicht jetzt neu schreiben, dann kann ich hier doppelklicken und ist schon mein Cursor da und jetzt kann ich wie ein normales Textverarbeitungsprogramm zum Beispiel die zwei Ends löschen mit der Taste entfernen und mit diese Backspace-Taste kann ich dann das löschen. Also man kann dann so den Text bearbeiten. Also per Doppelklick, machen wir hier zum Beispiel, der Schmidt soll DT heißen, dann klicke ich hier und kann mit den Pfeilen eins weitergehen, dieses T löschen und dann DT machen. Ja? Also per Doppelklick kriegt man den Cursor rein. Eine andere Art, wie man in Inhalt ändern kann, ist, wenn man auf der Zelle klickt und man geht hier, das nennt man die Formelleiste, die werden wir dann, wenn wir dann unsere Formeln in Excel erstellen, werden wir dann mit dieser Formelleiste viel arbeiten und hier, also das heißt, ich kann in der Zelle reinklicken und dann kann ich in der Formelleiste die ganzen Änderungen machen. Okay, also hier auch, da heißt nicht Baum eigentlich, da heißt Braun, also dann kann ich hier dann und so. Okay, also das sind so die drei Möglichkeiten, wie man Texte oder Inhalte bearbeiten kann. Einmal, man klickt auf die Zelle und man schreibt das neu, weil sobald ich jetzt was schreibe, ersetzt das alte. Und wenn ich auf Escape gehe, man hat die Taste Escape auf der Tastatur, wenn ich da auf Escape gehe, habe ich den alten Inhalt wieder da. Die zweite Alternative ist, man tut die Zelle doppelt anklicken und schon ist der Cursor da und dann kann man mit den Pfeilen auf der Tastatur hin und her navigieren und dann dementsprechend entweder entfernen rückwärts entfernen oder vorwärts entfernen. Okay, und wenn man auf Escape geht, hat man wieder einen alten Inhalt da. Oder die dritte Alternative ist, man klickt hier und dann klickt man in der Formelleiste hier oben und man kann dann das alles löschen bzw. Anders schreiben. Schmidt, so. Okay, so. Das ist Thema bearbeiten, Texte oder Inhalte bearbeiten. Und da kommen wir jetzt zum letzten Schritt in dem Video. Wenn ich jetzt speichern will, geht das wie bei den normalen Programmen. Man klickt hier auf die Taste Speichern. Und das heißt, wenn ich hier drauf drücke, dadurch, dass jetzt diese Mappe noch nicht gespeichert wurde, nicht einmal gespeichert wurde, beim ersten Mal, wenn ich draufklicke, hier, dann ist es wie bei anderen Programmen, kommt dann hier eine Frage, wie soll die Datei heißen und wo soll sie gespeichert werden. Nehmen wir mal so, ich nenne sie mal ABC. Oder nennen wir es mal Lektion 0. Lektion 0. Okay. Und ich lasse sie mal hier in eigene Datei. Okay. Und dann gehe ich auf Speichern. So. Und jetzt hat sie oben nicht mehr den Standardnamen Mappe 1, sondern jetzt hat sie Lektion 0. Und jetzt ist die Datei gespeichert. Jetzt irgendwas, wenn ich jetzt was Neues reinschreibe, zum Beispiel Lisa Schwarz. Und jetzt will ich jetzt das erneut speichern. Jetzt ist ganz normal, es speichert ganz normal, weil es hat schon den Namen und den Ort, wo es gespeichert werden soll. Ich kann ganz normal hier drauf drücken, es kommt kein Dialog mehr, sondern die Datei wird dann mit den neuen Informationen aktualisiert.